Nachdem wir uns im letzten Video die Listen zum Spiel des Jahres angeschaut haben, wollen wir uns jetzt natürlich auch noch die Listen zum Kennerspiel des Jahres anschauen. Das Kennerspiel des Jahres richtet sich bekanntlicherweise an Personen, die schon ein bisschen Erfahrung mit Spielen gesammelt haben und jetzt bereit sind für neue Herausforderungen. Ja, und auch da gibt es wie beim Spiel des Jahres zum einen eine Nominierungsliste mit drei nominierten Spielen, nämlich Orléans, Elysium und Room Service, und es gibt eine Empfehlungsliste, auf der nochmal drei weitere Spiele drauf sind. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Spiele an und gebe mal so ein bisschen meinen Senf dazu. Fangen wir mal an mit Room Service. Room Service ist eine Neuauflage von Wie verhext. Das Originalspiel kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Ich habe Room Service jetzt schon fünfmal gespielt bisher. Wir haben es bisher noch nicht rezensiert auf Spielhammer, wird aber demnächst auf jeden Fall kommen. Room Service ist von diesen drei nominierten Spielen, kann ich ja schon mal verraten, mein Favorit. Ich finde es unheimlich geil, wie dieses Spiel Emotionen weckt. Man muss nämlich Karten ausspielen und kann sich entscheiden, ob man eine Aktion, auf diesen Karten sind Aktionen draus, ob man eine Karte als mutige Karte ausspielt oder als feige Karte. Wenn ich die als eine Karte als feige ausspiele, dann kriege ich eine Aktion, die ist zwar nicht so gut, aber ich darf sie auf jeden Fall ausführen. Wenn ich sie als mutige Karte ausspiele, dann bekomme ich eine stärkere Aktion, aber ich darf sie nur ausführen, wenn kein anderer Spieler diese Karte als mutige Karte ausspielt. Und dann bin ich irgendwie immer so im Überlegen, was mache ich jetzt? Bin ich mutig? Bin ich feige? Ich ärgere mich, wenn ich eine Karte als feige ausgespielt habe und die hat kein anderer Spieler, dann hätte ich sie nämlich auch als mutig ausspielen können. Also gefällt mir unheimlich gut. Es ist ein Spiel, wie gesagt, das Emotionen weckt, und Emotionen finde ich immer gut bei Spielen, und deswegen wäre Room Service mein Favorit von diesen drei Spielen. Ist das, was mir am besten gefällt. Es gibt trotzdem natürlich so ein, zwei Kritikpunkte. Zum Beispiel ist es in meinen Runden so gewesen, dass öfter die Nachfrage kam, ja, zu welchem Land denn jetzt Türme gehören. Es ist so, dass auf diesem Spielplan Länder eingezeichnet sind. Es gibt da oder Gebiete, es gibt Wald, es gibt Berge, was auch immer. Und in diesen Gebieten stehen Türme. Und manchmal stehen Türme auch auf den Grenzen zwischen zwei Gebieten, und das ist zumindest bei mir in den Runden nicht immer so ganz klar eindeutig gewesen, naja, auf welchem Gebiet oder zu welchen Gebieten denn jetzt ein Turm gehört. Nichtsdestotrotz, Room Service, mein Favorit. So, machen wir mal weiter. Orléans wäre mein Spiel Nummer 2 auf dieser Liste, wenn ich wählen müsste oder dürfte. Orléans habe ich ja auch schon mal rezensiert, habe ja damals schon gesagt, dass ich es ein unheimlich gutes Spiel finde. Kein sehr gutes Spiel, aber ein gutes Spiel ist, finde ich nach wie vor. Es, dieser Plättchenbau- oder Sackbaumechanismus, bin ja übrigens immer noch auf der Suche nach einem deutschen Wort, ich habe es nicht aufgegeben, die Suche, ist unheimlich schön, ist finde ich, innovativ. Das Spiel reizt auch nach wie vor dazu, verschiedene Strategien auszuprobieren, aber ich bleibe nach wie vor bei meinem Fazit, das ich auch in meiner Rezension gesagt habe, dass ich mir gewünscht hätte, dass es noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht wäre und ein bisschen mehr Mangelelemente in diesem Spiel drin wären, dass ich mich einfach noch mehr genötigt fühle, Entscheidungen zu treffen. Das ist nämlich auch was ein Spiel gut macht, wenn Spieler Entscheidungen treffen müssen, und nicht nur gehe ich nach links oder rechts, sondern diese Entscheidungen, ob ich nach links oder rechts gehe, müssen auch irgendwie elementare Auswirkungen haben auf, ja, auf mein Spiel, auf meine Siegpunkte, was auch immer. Und das kommt mir ein bisschen zu kurz bei Orléans. So Entscheidungen werden übrigens auch wieder, also es geht dann einher, eine Sache, die Emotionen weckt. Also wenn ich dann so überlege, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir lieber noch einen Mönch oder kaufe ich jetzt dieses Gebäude oder jenes? Ist auch was Emotionen weckt.
Gut, kommen wir mal noch zum letzten Spiel. Haben wir bisher auch noch nicht rezensiert auf Spielama. Elysium. Ich habe es fünfmal gespielt, Pi mal Daumen. Werden wir auf jeden Fall auch noch rezensieren. Elysium ist das Spiel, das ich von den Nominierten am schwächsten finde. Weiß ich auch nicht, also ob, ja, finde ich am schwächsten. Warum? Das ist sauber designt, das funktioniert schon so, aber das weckt bei mir irgendwie keine Emotionen. Das lässt mich relativ kalt. Ja, das ist mir zu thematisch abstrakt. Für alle, die das Spiel nicht kennen, ist es so, dass wir eine Auslage haben, in der verschiedene Karten liegen und wir kaufen uns diese Karten. Und immer wenn wir eine Karte kaufen, müssen wir eine von vier farbigen Säulen von unserem Spielertableau entfernen. Wir können Karten oder nur kaufen, wenn wir bestimmte farbige Säulen auf unserem Tableau noch haben. Das heißt, man muss in seinem Zug zum einen überlegen, welche Karten kaufe ich jetzt und dann welche Säule nehme ich von meinem Tableau herunter. Das ist zum einen das, was entscheidend ist, und zum zweiten kommen die Karten, wenn ich sie kaufe, erstmal in meinen oberen Bereich, weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, also in meinem oberen Bereich, da sind sie aktiv und haben irgendwelche Effekte, die mir Vorteile während des Spiels bringen. Und irgendwann muss ich die dann aber in mein Elysium wandern lassen, denn also in meinen unteren Spielbereich, denn nur da bringen sie mir am Ende Siegpunkte. Das ist auch so ein Dilemma, in dem ich mich befinde, wo ich dann denke, lasse ich die Karten jetzt oben liegen, wo sie mir irgendwelche Effekte und Vorteile bringen, oder ziehe ich sie nach unten, also irgendwann muss man sie nach unten ziehen, aber wann ziehe ich sie nach unten, damit sie mir Siegpunkte bringen. Wie gesagt, ein sauber designtes Spiel, das ist ein Spiel, wo es verschiedene Kartensätze gibt, von denen immer nur fünf ins Spiel kommen. Ich glaube, in der Schachtel sind 8. Und die spielen sich auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Effekte. Es gibt zum Beispiel eine Familie, wo man so ein bisschen schon im Voraus weiß, welche Karten kommen. Es gibt eine andere Familie, wo man viel Geld bekommt und Geld in Siegpunkte umwandeln kann. Es gibt eine Familie, wo man nochmal so Kampfpunkte sammelt, für die es am Ende dann nochmal extra Siegpunkte gibt, und so hat jede Familie ihre besonderen Eigenschaften, und das ist schon auch reizvoll, diese verschiedenen Kartenkombinationen durchzuprobieren und auszuprobieren, aber also mir persönlich, weiß ich nicht, ich werde es in meiner Rezension nochmal ausführlicher begründen, aber mich persönlich lässt das irgendwie so ein bisschen kalt. So viel zu den Nominierten. Gibt dann auch beim Kennerspiel des Jahres natürlich noch eine Empfehlungsliste. Da ist drauf auf den Spuren von Marco Polo. Das ist keine Überraschung, dass das Spiel darauf gelandet ist, weil es ist wirklich ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Gefällt mir zum Beispiel auch um Längen besser als Elysium oder als Orléans. Room Service, weiß ich noch nicht. Das ist ein anderes Spiel als Room Service. Ist aber vom Einstieg her einfach zu komplex. Einstieg hat die Jury mit einer 4 benotet oder nicht benotet, beurteilt. Und diese Spiele, die wir hier sehen, haben alle von der Jury einen 3er Einstieg bekommen. Also es wäre wirklich eine große Überraschung gewesen, wenn auf den Spuren von Marco Polo auf die Nominierungsliste gerutscht wäre. Ja, und dann haben wir noch zum einen Ala Erde, ein Zwei-Personen-Spiel von Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg ist auch noch auf der Spiel des Jahresliste mit einem anderen Zwei-Personen-Spiel, nämlich Patchwork. Zu Ala Erde kann ich nichts sagen, habe ich noch nicht gespielt. Und auch zum dritten Spiel auf der Nominierungsliste, nicht Nominierungsliste, auf der Empfehlungsliste kann ich nichts sagen, Deus. Ich verlinke da aber nochmal die Rezension von Tobi. Der hat das nämlich schon gespielt und hat es rezensiert. Ja, so viel zu den Kennerspielen des Jahres. Ich verlinke, wie gesagt, in der YouTube-Beschreibung auch nochmal unsere Datensätze. Könnt ihr euch auch nochmal Fotos anschauen. Ich habe eben nochmal fleißig Fotos gemacht von allen Spielen.
und die Anleitung nachschlagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ja, welches der Spiele, der nominierten Spiele, denn euer persönliches Kennerspiel des Jahres ist. Oder vielleicht auch, welches Spiel, das jetzt weder auf der Nominierungsliste noch auf der Empfehlungsliste ist, euer persönliches Kennerspiel des Jahres ist. Ja, so viel von mir und ich sage tschüss und am Freitag geht's dann weiter mit einer neuen Rezension. Room Service. Kommt ja mal. Bis dann. Ciao. Orléans ist auf jeden Fall ein Kennerspiel. Das heißt, es richtet sich an Leute, die schon ein bisschen Erfahrung mit Spielen gesammelt haben. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben, denn jetzt kommt die ausführliche Begründung, wie ich zu diesem Fazit komme oder gekommen bin.